gehen wir mal da lang. Och, wen haben wir denn da? Stör ich? Rubus, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Nee, na, wen haben wir denn da? Das ist doch der komische Cowboy-Kerl. Das ist Rubus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini, vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Okay, wir brauchen die Mehrheit. Wo streichelt sie denn bitte hier? Knackarsch. Wo streichelt sie denn bitte hier? Das kann ich nicht verantworten hier. Das sollte hier jugendfrei bleiben, bitte, ja? So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Rohrpostleitung. Können wir da irgendwie Hand anlegen? Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Ja, und dafür brauchen wir den Schraubenzieher wahrscheinlich. Dann schwätzen wir erstmal mit denen hier. Hey, Janosch. Hallo, Rubus. Ach, guck mal, leist du mir deinen Schraubenzieher? Der hat einen in der Hand. Leist du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaskatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brücke und meine Geldbörse und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Komm, wir fragen den noch ein bisschen aus. Was hat denn der Watschke hier zu suchen? Watschke? Welcher Watschke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watschke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galev meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. gab es auch Tode? Tausende Tode. Tausende Tode. Das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. So nenne ich die Folge, glaube ich. Tausende Tode. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Tausende Tode. Schraubenzieher. Rohrpostleitung. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Lässt sich das schwer biegen. Ich hoffe, da kommt bald mal was. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Nee, oder? Naja. Immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten.
Da kann ich aber doch jetzt einen neuen Schraubenzieher beantragen, oder? Krieg ich das hier rein, oder? Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Ah, nee, warte mal. Hier war ja auch noch... Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Rusland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Rusland. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ha! Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Und mit dreien? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Genau. Warte mal. So, jetzt müssen wir hier erstmal zurück und, hier war doch irgendwo... Hier, Rohrpostschacht. Genau. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Hm, anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Dann können wir ja randtätig noch ein bisschen mehr machen hier. Hm, ohne das passende Antragsformular... Ja, hab ich doch. Babbel doch nicht so blöd. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Hallo? Was ist denn das? Das funktioniert nicht. War ja klar. Scheiße, und jetzt ist der... Dann muss ich erst, warte mal, dann, Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ja, dann müssen wir erst das Irk beantragen. Hallo? Was ist denn das? Das Irk funktioniert nicht. War ja klar. Wer hat denn das eigentlich gerade? Ich hab das. Ja, dann ist doch kein Ding. Passt. Ja, perfekt. Dann können wir auch jetzt, Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Strich 75. So. So, dann... Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Das ist nicht gut. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Wo geht denn jetzt hin? Ah, hat sich versteckt, oder was?
Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Willst du echt gucken gehen? Na gut. Gehen wir mal gucken. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow. Ah, Rufus. Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Er ist so süß, wenn er redet. Ich werde ohnmächtig. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Hat er mir jetzt die Uniform geklaut? Tatsache. Ja, aber cool, dann komme ich vielleicht an diesem Sensor da vorbei. Wir gucken mal. Wo war denn der? Der war noch eins weiter, gell? Da. So, jetzt aber. Cool, es hat funktioniert. Ach, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort... Bald klingt das schon. Ich? Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. Schwer ist das ja wohl nicht, oder? Ich muss jetzt Klitus operieren. Der Kette hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicorée. Sie meinen Chirurg? Das auch. Warte mal, Anleitung. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Klitus verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen eines Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist da schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Alter, nee, oder? Das Blut. Alter, die ganzen Organe hier ist ja ekelhaft. Alter. So, jetzt aber. Bandwurm, tschüss. Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Jetzt muss ich den wieder so zusammenbauen, wie er vorher war. Alter. Nee, so rum, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer. Der war so drin, glaube ich, oder?
Gut, das Herz ist hier oben irgendwo. Ach ne, jetzt habe ich die Lunge in der Hand, oder was? Ach ne. So, ne. Dann so rum. Hier? Was bist du? Noch so ein Organ. Magen. Noch so ein Organ. Au! Ich baue einfach mal so ein bisschen rum hier, oder? Ich hab keinen blassen Schimmer. Das sieht gut aus, oder? Nee. Nee. Hier hin? Nee. Hier? Nee. Nee. Hier hin? So. Nee. Hier oben hin? Nee. Hier sieht's eigentlich am sinnvollsten aus. So. Nee. Ah Mann, die ganzen Organe waren jetzt so einfach und jetzt beim letzten hakt's, oder was? Verdammt. Hier vielleicht? Nee. Habe ich irgendwas falsch eingebaut? Und wo gehört das letzte Teil hin? Ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Was?